Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Bindelbach zu einer neuen Folge LS15 im Singleplayer. Das wollte ich sagen. So, ich laufe hier gerade ein bisschen wirr rum, ich weiß es, aber ich habe immer noch nicht so ganz den vollen Plan. Jetzt machen wir erstmal die Zeit auf fünffach. Sollte sich eigentlich rausgehen. Wobei natürlich die Kosten immens sind mit vier Fahrern bzw. vier Fahrzeugen, die hier durchgehend laufen, mit Helfer und allem. Okay, und du stehst, das ist natürlich nicht gut. Habe ich da nicht 8 Meter oder was? Was ist hier los? Also doch, da, doch, eigentlich schon. Reicht das jetzt nicht mal, oder wie? Ah, das ist natürlich schlecht. Wenn das nicht mal reicht. Das ist blöd. Aber ich glaube, ich lasse jetzt eh nur noch so ein, zwei Bahnen Vorgewände hier rundherum ziehen. Weil dann könnte es vielleicht mal funktionieren, dass der Curseplay-Abfahrer hier. Ah ja. Ja, Klaas. Achso, der fährt einfach mal genau das hinterher, was ich hier fahre. Das ist natürlich optimal. Habe ich schon gesehen. Was jetzt, wenn ich den. Jetzt macht das doch. Und eigentlich auch in einem guten Abstand. Naja, okay. Gut, keine Ahnung, warum er da vorhin das Problem gehabt hat. Ja, jetzt überlege ich echt, vielleicht springen wir mal schnell hier raus und in den rein. Und dann sagt man zu dem hier Bahnen fahren. Schauen wir mal. Dann könnte man vielleicht hier die Ecke wegkriegen, dass ich hier einfach lange Bahnen durchziehen lassen kann. Das wäre optimalst. Wie stehst denn du jetzt gerade? Ist jetzt irgendwie nicht so ganz optimal, oder? Vor allem nicht, wenn du schon wieder ins Gemüse fährst. Nee, nee, nee. Also, man sieht's, Curseplay braucht dann doch extrem viel Platz zum Drehen. Was echt blöd ist. Was richtig, richtig blöd ist. Und vor allem der Klaas steht jetzt wieder im Weg. Eieiei. Fährt er auf die Seite oder fährt er auf die Seite? Ah. Geht sich sogar aus. Ich hätte es nicht erwartet, dass die beiden sich jetzt nicht in die Quere kommen. Das ist schon ein Wunder. Ein riesiges Wunder. Oh, okay. Aber ja, wie gesagt, es läuft so halbwegs. Müssen jetzt eh mal schauen, eben, dass wir dann gegebenenfalls noch andere Tätigkeiten hier machen können. Da Auto, so. Und hier soll er erst ab 80% hinterherfahren, weil es bringt einfach überhaupt nichts, wenn der schon bei 50% da hinten dran hängt. Das ist. Die kommen sich, wie man sieht, nur in die Quere. Und das ist echt nervig. So, und stellen wir das mal bei allen ein. Und der wartet hier nach wie vor. Der darf auch noch ein bisschen länger warten. Genau, so. Weil bei 80% macht das irgendwie mehr Sinn. So, und ihr? Was macht ihr denn da? Der ist doch voll. So.
Ups. Hänger auch noch weggeschoben. Sehr gut. Ja, du sollst doch nicht auf zum Drescher, du sollst sofort abfahren. Und das wird jetzt witzig. Schauen wir mal, ob der jetzt sich auch wieder irgendwo festfährt. Ja, nicht ganz optimal, wobei eigentlich zumindest die Start- und Endstrecke relativ offen hier ist. Also sie haben Platz zum Drehen, aber eben mit den Kollisionen rund ums Feld ist es einfach nicht ganz so einfach für die Fahrzeuge und für Curseplate das dann richtig zu berechnen. So, aber um jetzt hier mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, schauen wir mal schnell hier rein. Was haben wir denn da? Wasser. Genau, wir holen jetzt mal ein bisschen Wasser für die Kühe. Ich habe ja hier noch den MB-Truck, der steht ja da ganz gut. Und beziehungsweise da tun wir mal schnell den Frontlader hier runter. Ups. So, jetzt genau, den stellen wir mal hier an die Seite, holen uns ein Gewicht und holen mal schnell Wasser. Jetzt fällt mir auch gerade mal wieder was ein, was ich ja eigentlich noch ändern wollte. Denn eigentlich wollte ich ja die Geschichte hinten mit dem Wasser, mit dem Wasserloch, wo ich Wasser hole, da eigentlich den Preis fürs Wasser rausnehmen, beziehungsweise oder in dem Fall so klein machen, dass er nicht mehr ins Gewicht fällt. Denn wenn ich irgendwo an dem Bach Wasser hole, dann zahle ich in der Regel dafür nicht. Das ist deswegen, das wollte ich eigentlich noch machen, hab's aber bis jetzt noch nicht. Ja, es ist ja eh noch ein bisschen was offen. Ups. Warten wir mal schnell, bis der hier durch ist. Ist schon cool, wenn hier ein bisschen Leben am Hof ist. Macht schon auch Spaß, das Ganze. So, dann mal hier unseren schwächsten Traktor zum Wasserholen nehmen. Ist jetzt auch nicht unbedingt optimal, aber hilft jetzt gerade nichts. Ist der einzige, der frei ist. Und glaube ich, ist aber jetzt in dem Fall wurscht. Das kriegen wir auch hin. Geht's halt ein bisschen langsamer zu. Beziehungsweise dann eben etwas langsamer zurück vom Wasser holen. So. Und kann ich das jetzt von hier aus? Ne, kann ich nicht. Schade eigentlich. Oh. Und wieder einsteigen. Dankeschön. So, dann gucken wir nämlich hier hinten und fahren mal wieder an unsere gute Wasserstelle. Ach, da kann ich sogar durchfahren. Das ist natürlich eigentlich noch optimaler. Fahren wir nämlich hier einmal durch. Und sagen auffüllen. Und dann gibt es hier vielleicht noch einen kleinen. Ups, falsche Taste. Die da wollte ich. So. Machen wir hier schon eine F12. Genau, jetzt kam der Ton. Der Ton, den ich hören wollte. So. Und wieder alles an. So, ja, dann können wir nämlich unsere Kühe mit Wasser noch versorgen. Dann haben wir das auch mal wieder erledigt. Und die Tiere freuen sich darüber, dass sie wieder hier ein bisschen was zu trinken kriegen. Schafe müssten wir auch mal kaufen. Da habe ich schon überlegt, ob ich mal einen Palettenkollektor dann da noch hinbau, dass im Endeffekt so 3-4 Paletten oder 5 Paletten auf jeden Fall mal produziert werden können, ohne dass ich da irgendwas machen muss.
Das wäre mir eigentlich am liebsten. Weil die Schafe, mei, das dauert immer eine Zeit, bis da so eine Palette fertig ist. Und ja, jedes Mal dann hintingeln und schauen, ob die voll ist oder nicht, habe ich jetzt eigentlich auch weder die Lust noch die Zeit alleine, wenn ich hier spiele, dass ich da jedes Mal rumgurk und guck, ob schon was fertig ist. Deswegen wäre da halt so ein Palettenkollektor ganz cool. Dann wäre das Thema nämlich für ja, 5 Paletten oder was eben gegessen, könnte man auf dem Anhänger draufpacken. Und dann wird sich's auch rentieren, wenn man sie wegfährt. So. Dann fahren wir hier mal rückwärts hinter. Genau, und füllen hier mal auf. Dann haben die nämlich auch wieder Wasser und ja, was können wir denn noch? Silage ist drinnen, Gras ist drin, Stroh haben sie auch einen Haufen. 104.000 war ich gar nicht so weit weg mit der Gülle. Also 100.000 sind da drin, 150 gehen glaube ich rein maximal. Gucken wir mal hier, ups. Ne, 200.000. 200.000 gehen rein. Das ist doch optimal. Also da können wir uns dann doch noch ein bisschen Zeit lassen. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, so viel Zeit möchte ich mir da nicht mehr lassen. Es soll ja dann eben dazu kommen, dass wir mal Gülle fahren hier. Und dementsprechend muss ich dann noch mal schauen, weil ich glaube, bei der BGA oben ist ja auch noch was drinnen. Das habe ich ja das letzte Mal nicht ganz verarbeitet. Mit den Zubringern, da bräuchte ich aber dann theoretisch einen Zubringer, weil ansonsten jedes Mal zur BGA hochfahren und dann wieder zurückfahren zum Feld, das dauert schon ganz schön lang immer. Und ob sich das dann rentiert, ist eben die zweite Frage. So, gut, dann stellen wir nämlich das Fass mal hier rein. Uah, nicht so weit. Nicht so stark einlenken hier. So. Gut. Und den MB-Truck parken wir auch wieder ein. Dann schwingen wir uns wieder in unseren Terravariant. Denn wie wir sehen, sehen wir, dass hier einiges an Silage da ist, die wieder verfahren gehört. Ja, und dann gucken wir mal, uppala, nicht hängen bleiben hier. Ich glaube, ich muss den Haufen jetzt doch mal leer machen und woanders hinsetzen, weil jetzt sieht es schon echt bescheuert aus eigentlich, wenn da die Textur durchkommt. Und schöner wäre es, wenn er außerhalb vom Haufen wäre. Schauen wir mal, ob wir ihn komplett wegkriegen. Das ist die andere Frage. Also müssten wir. Früher oder später müssen wir das. Ja, über die Hälfte haben wir schon. 55% jetzt hier drinnen. Also es läuft. Es wird schon. Ich glaube, ich mache die jetzt alle mal weg und setze dann einen hier an der Einfahrt hin. An der Einfahrt zum Silo. Dann schaut das irgendwie hier ein bisschen ordentlicher aus. So. Jetzt habe ich, glaube ich, eh alle weg. Ne, da ist noch einer. Aber ich sehe hier keine Anzeige mehr für die ganzen Haufen. Das ist echt blöd. Ja doch, jetzt hatte ich wieder einen. Aber den nimmt er irgendwie nicht mit. Den nimmt er zwar auf, schmeißt ihn aber dann gleich wieder auf den Haufen, oder? Na, jetzt sind sie, glaube ich, alle weg, oder? Oder?
Ups, wie schaut's hier aus? Haben wir da noch einen? Ne, jetzt sind sie alle weg. Perfekt. Gut, dann haben wir das nämlich jetzt erstmal auch hier. Dann sind die alle weg. Dann können wir hier mal einen neuen setzen und den schöner setzen. Und ja, dann können wir dementsprechend eben auch das Ganze hier ordentlicher machen. So, das schauen wir uns aber dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao.